Hallo, ihr unfassbar hübschen Menschen. Ey, du da. Ja. Geiler Arsch. Und herzlich willkommen hier zu Lin News. Mein Name ist Flo. Das hier sind, habe ich gerade eben schon gesagt. Okay, was soll's. Gehen wir einfach rein. Okay. Es ist nicht mal mehr einen Monat hin, nämlich ab dem 1. Oktober. Auch noch mein Geburtstag. Toll, schön versaut. Vielen Dank, Merk. Ach nee, Scholz. Dass die mehr als umstrittene Gasumlage greift. Ganz kurz zur Klärung. Was ist eigentlich Gasumlage? Ihr habt's vielleicht in den letzten Wochen mitbekommen. Thema Gas. Bisschen hochgekochtes, ganz leicht penetrantes, blödes Thema. Deutschland hat sich ja, das haben wir in einem meiner letzten Videos ja schon besprochen, komplett abhängig gemacht von anderen Ländern, wie beispielsweise Russland. Was eben Gas angeht, was wir zur Gewinnung von, ja, so blöden Sachen wie Heizungswärme und Strom brauchen. Wir exportieren aber weiter fleißig Gas an andere Länder. Das ist alles absurd. Aber Freunde, es wäre ja nicht Deutschland hier, wenn wir nicht noch einen Ticken absurder machen könnten. Weil die Preise halt gerade steigen, die man für Gas bezahlen muss, hat man sich überlegt, das geschönte Wort Gasumlage ab dem 1. Oktober einzuführen. Erstmal zu eurer Info, die Gasumlage beträgt ungefähr 2,419 Cent pro Kilowattstunde für jeden, der eben bei der Gewinnung von Energie oder beim Heizen auf Gas angewiesen ist. Und ja, es wird auf absolut jeden Kunden umgelegt. Bringen wir mal auf den Punkt, die Nebenkostenrechnungen sind dermaßen gestiegen, manche Leute werden auch einfach umgelegt, aber es ist ein anderes Thema, dass sich Deutsche jetzt plötzlich nicht mehr leisten können, sich was zu essen zu kaufen oder in einer fucking warmen Wohnung zu sitzen. Hey, egal. Die gestiegenen Preise müssen auf die Kunden umgelegt werden. Wäre ja eine Schande, wenn Konzerne, die über Jahre Milliarden Gewinne eingefahren haben, plötzlich mal sich solidarisch zeigen müssten und plötzlich mal irgendwie was abfangen oder puffern müssten für die Menschen in einem solidarischen System oder Sozialstaat wie Deutschland. Nee, Moment. Der Kapitalismus, der spielt da aber nicht mit. Ein Schelm, wer Böses denkt. Ich meine, ey, man könnte ja fast denken, das wäre im Interesse der Konzerne. Und vor allen Dingen, wenn die Gasumlage doch auf alle umgelegt wird, preislich, also finanziell, dann profitieren ja tatsächlich auch Konzerne, die beispielsweise gar nicht davon, sagen wir mal, direkt betroffen sind, dass sie Gas jetzt deutlich teurer einkaufen müssten. Sag mal, ist es vielleicht möglich, dass das im Interesse dieser Firmen und Konzerne, das würde doch, also ja, bringen wir es mal auf den Punkt, ja. Ja, es ist nicht nur absolut möglich, es ist noch viel schlimmer. Wie sich jetzt tatsächlich herausgestellt hat, gibt es nun mal Energiekonzerne, die darunter leiden, dass die Preise steigen, wie beispielsweise den Energieriesen Uniper. Der ist ganz schön in Schieflage gekommen und bei dem drohte jetzt die Kreditwürdigkeit durch verschiedene Ratingagenturen herabgestuft zu werden. Für so ein Unternehmen in der Größe absolute Katastrophe. Was macht man also? Richtig. Man geht zur deutschen Regierung, zu den jeweiligen Regierungsparteien und Politikern und sagt denen, hey, guck mal, ich habe da eine absolute Spitzenidee, wie wir uns retten könnten. Schön auf dem Nacken der Kunden. Und das Geile ist, dass dann wiederum andere Energiekonzerne gekommen sind, die gesagt haben, halt, da gibt's was zu holen, da bin ich dabei. Und schon ist die Gasumlage, die uns von der Politik verkauft worden ist, als wir müssen alle irgendwie zusammenhalten und wir müssen alle irgendwie dafür sorgen, dass wir hier gemeinsam durchkommen. Die hat aber ein ganz fieses Geschmäckle. Was daran liegt, dass Gaskonzerne das Ding diktiert haben. Gaskonzerne haben sich hingesetzt, haben die Scheiße verfasst, geschrieben, durchgereicht an unsere Politik und die hat gesagt, jo, das machen wir so. Wie gesagt, und davon profitieren jetzt tatsächlich sämtliche Energiekonzerne, weil die Gasumlage einerseits überhaupt keine Rücksicht darauf nimmt, welche Energiekonzerne überhaupt leiden, in Anführungsstrichen leiden unter den gestiegenen Kosten, sondern das einfach allen gewährt, wodurch nachweislich Energieriesen wieder aber Millionen Gewinne einfahren. Jetzt könnte man natürlich die Frage in den Raum stellen, warum? Wie kann das passieren? Aber Freunde, darauf kennen wir die Antwort alle. Der sogenannte Lobbyismus. Und wir bringen's jetzt einfach mal ganz deutlich auf den Punkt. Das, was uns in Deutschland verkauft wird als Lobbyismus, also ein Interessenverbund zwischen Wirtschaft und Politik, und ich meine das, wie ich es sage, wird in anderen Ländern nicht mehr Lobbyismus genannt. Die Ausmaße, die das in Deutschland mittlerweile angenommen hat, die werden in anderen Ländern als Korruption bezeichnet, verurteilt, geahndet und verfolgt. Deutschland ist ein zutiefst korruptes Land geworden, in dem wirtschaftliche Interessen schon ganz,
ganz lange über dem Wohl der Gemeinschaft stehen. Das macht mich nicht nur traurig, das macht mich krank. Und krank werden kann man sich aber nicht mehr leisten, denn auch unser Gesundheitssystem wird peu à peu und immer weiter durchprivatisiert. Während wir alle immer noch gleichbleibende und steigende Beiträge zahlen. Oh Gott! Und bei der Gasumlage ist es so deutlich, dass sich Politiker hinstellen und sagen, wir müssen zusammenhalten, aber eigentlich sagen, wir haben eine neue Idee gehabt, die ist nicht von uns, die kommt von den Energiekonzernen direkt, wie die noch ein paar Euronen mehr, ein paar Millionchen Euronen mehr verdienen können. Und das in einer Krise. Geil! Ganz ehrlich, Volksvertreter am Arsch. Und es ist so schade, dass sie immer noch so tun, als wären sie es. Statt einfach nur zu sagen, hey, ich bin in Deutschland Politiker. Das heißt, ich vergolde mir so richtig schön die Poperze, solange ich hier die 4 Jahre durchregieren kann. Weil ich sowieso ein korruptes Schwein bin und nur noch im Interesse der Wirtschaft handle. Nice. Weißt du, was man mir versprochen hat? Angst hatten alle vor einer Ökodiktatur der Grünen. Hätten wir sie mal gekriegt, die Ökodiktatur. Ja? Freunde, ich will ja gar nicht sagen, man müsste die alle verprügeln. Ist ja auch undenkbar. Ich meine, wo sind wir hier? Im finsteren Mittelalter? Oder in den USA? Bam, gottgleiche Überleitung. High five. Ja, tatsächlich. Im US-Bundesstaat Missouri, um genauer zu sein, in Cassville County, wird die Prügelstrafe wieder eingeführt. Ey. Mit einer Art Holzpaddel soll es in Zukunft an Schulen wieder möglich sein, Schüler und Schülerinnen physisch zu züchtigen. Klingt kompliziert, heißt aber einfach nur, du darfst mit dem Ding gehauen werden. Und damit es so besonders kinky wird, gilt das tatsächlich für eine ordentliche Tracht Prügel, aka Arschversohlen. Mit einem fucking Holzpaddel. Aber, ja, zur Verteidigung dieser nun Disziplinarmaßnahme sei noch erwähnt, dass die Prügelstrafe unter den wachsamen Augen des Direktors oder der Direktorin der jeweiligen Schule durchgeführt werden darf und auch nur unter Zeugen. Weitere Regeln besagen außerdem, dass die Eltern vorher schriftlich einwilligen müssen. Okay. Und dass die Prügelstrafe nicht vollzogen werden darf unter den wachsamen Augen anderer Mitschüler. Damit die beispielsweise nicht sehen, wenn jemand weint, weil er gerade verdroschen wird. Hä? Die Menschen in den sozialen Medien sind dementsprechend schockiert. Der Schulleiter wiederum verteidigt sich und sagt, alle Leute, die ich getroffen habe, sind voll meiner Meinung. Die sind richtig dankbar, dass die Prügelstrafe wiederkommt. Das muss sein. Und das Krasse ist, das ist ja alles so im generellen Tonus, den die USA gerade verfolgt. Wir haben in den USA aktuell Politiker, die sich da hinstellen und Dinge sagen wie, wir müssen das Wort Gottes wieder über das Gesetz stellen, als das höchste Gut, was wir haben. Die USA ebnen sich gerade einen Weg zurück ins dunkle, 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 finstere Mittelalter und sind auf dem besten Weg, eine Art, ich weiß es nicht, verschrobener, komischer, neuzeitlicher, dystopischer, kapitalistischer Gottesstaat zu werden. Was zum Fick ist los bei euch? Das führt uns übrigens auch zu unserem nächsten völlig absurden Thema. Eben weil sich die USA komplett rückwärtsgewandt irgendwo in Richtung finsteres Mittelalter begeben, drehen die alten Männer, die sich anmaßen, über zum Beispiel die Körper von Frauen entscheiden zu dürfen, mal wieder völlig am Rad. Einer 16-Jährigen wurde jetzt beispielsweise per Gericht verboten, eine Abtreibung vornehmen zu lassen. Ich will jetzt nicht darauf rumreiten, in welchem Falle das irgendwie angebracht ist und in welchem Falle nicht. Lass uns darüber kurz nicht diskutieren. Um euch zumindest eine Einordnung zu geben, was meine Meinung dazu ist. Ich bin ein Mann. Ich halte in erster Linie mein Maul. In zweiter Instanz bin ich persönlich eher auf der Pro-Life-Seite. Was aber nur eine persönliche Entscheidung ist, denn wie gesagt, ich habe einen schwerbehinderten Sohn unter anderem, das war für uns trotzdem nie ein Thema etc., ist jetzt eine sehr persönliche Schiene einfach, aber wie gesagt, trotzdem, in erster Linie bin ich ein Mann und halt meine Schnauze bei dem Thema, nur weil es meine Kinder betraf, damals hatte ich Mitspracherecht, ganz klar. Egal, nur ein kleiner Diskurs, damit wir irgendwie verorten können für euch, wo meine Gedanken da ungefähr stecken. Die völlig idiotische oder mindestens absurde Begründung des Gerichts, dass der 16-Jährige die Abtreibung verboten hat, lautet allerdings folgendermaßen. Mit 16 Jahren sei das Mädchen durchaus reif genug, ein Kind zu bekommen. Klar, ich meine, was ist schon dabei? Aber auf keinen Fall ist sie mit 16 reif genug, um eigenständig darüber zu entscheiden, ob sie wirklich abtreiben möchte. Nein.
What? Ich meine, beides sind unfassbar lebensverändernde große Entscheidungen. Aber wenn du per Gericht für reif genug befunden wirst, ein Kind in die Welt zu setzen und großzuziehen, sorry, Bro, bist du dann nicht reif genug für wirklich alles andere auch? Ich meine, das ist nicht der höchste Standard, den man ansetzen kann? Das Mädchen selbst hatte vor Gericht ausgesagt, dass sie sich noch nicht bereit fühlt, ein Baby zu haben. Sie hat beispielsweise auch zu Protokoll gegeben, dass sie keinen Job hat, weil sie noch zur Schule geht und dass sie vom Vater des Babys wohl keinerlei Support zu erwarten hat. Und das Gericht sieht das aber anders? Wartet. Besonders bitter wird das Urteil nämlich noch durch einen weiteren Fakt. In Florida, wo das Ganze stattgefunden hat, brauchen Minderjährige immer die Einwilligung eines beispielsweise Elternteils, ja, wenn es um eine Abtreibung geht. Die 16-Jährige hat allerdings keine Eltern mehr. Was es dem Gericht wohl noch einfacher gemacht hat, zu argumentieren, die 16-Jährige würde ja schon sehr auf eigenen Beinen stehen, weil sie ist ja gar nicht mehr auf elterliche Hilfe angewiesen, weil sie keine Eltern hat. Und das wäre ja Beweis genug für eine ausreichende Reife, ein Kind zu bekommen. What? Der US-Abgeordnete Lois Franco wiederum, der fand im Nachhinein, nachdem dieses Urteil öffentlich wurde, ziemlich drastische und deutliche Worte dafür. Der hat nämlich dieses Urteil kurzerhand ebenfalls verurteilt und gesagt, ich zitiere an dieser Stelle, das ist ein gefährliches und furchtbares Beispiel für Floridas Krieg gegen Frauen. Boah, harter Tobak. Freunde, als ihr jetzt einfach keine Lust habt auf harten Tobak, dann schaut euch entweder hier noch ein weiteres Video an mit ein bisschen lustigeren Themen, sehr im Titel immer schon erkennbar, oder ihr checkt die Videobeschreibung aus, dort findet ihr nämlich nicht nur unseren Podcast, wie ich da hinten mit meiner wahnsinnig schönen handgeschriebenen Paint-Grafik die ganze Zeit schon hier schleichwerbetechnisch erwähnt habe. Nee, da findet ihr auch zum Beispiel unseren Zweitkanal oder unsere Livestreams, weil ich die falsche Grafik auf dem Fernseher habe. Gar nicht Podcast-Werbung, sondern Livestream-Werbung. Egal, ihr findet alles in der Videobeschreibung. Und wenn ihr euren Mauszeiger darunter bewegt oder eure Fingerchen am Telefon, könnt ihr auch gleich noch einen Daumen da lassen. Vielen lieben Dank dafür. Gehabt euch wohl, ich hab euch lieb. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.